Grüß euch Leute und herzlich willkommen zum neuen Vlog. Genau, es ist nicht März, das habt ihr vielleicht schon herausgefunden, wenn ihr auf dem Kalender geguckt habt am heutigen Tag oder in letzter Zeit und nicht irgendwelche Hitlerweltler am Nordpol seid oder irgendwo im Norden von Kanada überhaupt nichts vom Rest der Welt mitbekommen. Es gibt heute wieder einen Vlog, genau. Und zwar gibt es dazu auch ein paar Gründe, denn ich habe mir ein bisschen was notiert. Deswegen schaue ich da jetzt auch immer so runter. So. Nee, Spaß natürlich. Und zwar möchte ich euch wieder ein paar Sachen sagen, was geplant ist, was ich glaube von verschiedenen Projekten und so weiter und so fort. Und natürlich habt ihr die Möglichkeit, unten in den Kommentaren, also unten in den Kommentaren, dann eure Meinung dazu zu posten. Beginnen wir mal gleich. Und zwar mit den momentanen Projekten. Risen, gibt's nichts zu sagen. Läuft weiter. Adventure Maps wird heute oder morgen eine neue kommen. Und zwar The Dropper. Die habe ich jetzt schon inzwischen fast ganz durch. Also ich glaube, dass ich sie komplett durch habe. Fast. Wenn nicht, könnt ihr mich dann auch gerne korrigieren. Wobei, nee, ihr habt es ja noch nicht gesehen. Also vergesst es mit dem Korrigieren. Und Dark Souls, das wird vermutlich im März fertig werden. Aber dazu wird es dann noch, das wird dann wahrscheinlich erst im nächsten Vlog angesprochen. So, es geht weiter. Kurzprojekte. Und zwar habe ich hier neulich gestartet so eine Reihe des Kurzprojekte. Und zwar gibt es ja schon Chivalry und Happy Wheels. Und jetzt wollte ich mich, euch fragen, oder ich habe mich selber gefragt, wie kommt das denn bei meinen Zuschauern an? Also, wie kommt es bei euch an? Findet ihr die Idee gut? Soll ich da auch weiterhin machen? Oder sagt ihr, nee, diese Kurzprojekte, wenn wir das nicht wirklich 100 Folgen schauen können, dann ist scheiße. Könnt ihr mir mal schreiben. Ich habe auch schon die nächsten drei oder vier Projekte mir aufgeschrieben, was ich da noch machen möchte. Es wird Sims kommen, es wird der Train Simulator 2013 kommen und noch ein paar andere Kleinigkeiten, kleine Schmankerln. Ja, dann. Und zwar wird auch in den nächsten Tagen das neue Format hochgeladen. Ja, ihr konntet das letzte Mal ja abstimmen und gewonnen hat mit einer extrem knappen Mehrheit, also eine Stimme vorne. Na gut, einmal 4 und einmal 5 Stimmen ist vielleicht nicht so knapp eine Stimme, aber es hat auf jeden Fall gewonnen. Let's Play Real Life. Ich hoffe, ich habe damit dann euren Geschmack auch getroffen. Die Folgen werden allerdings nur immer so 3-4 Minuten lang werden, weil das Ganze doch schon sehr aufwendig in der Nachbereitung ist, dann im Rendern und so. Es sind 100 Spuren, oder na, 100 ist vielleicht übertrieben, aber 5 verschiedene akustische Spuren, Effektspuren und so weiter. Also es ist schon sehr aufwendig, deswegen werde ich das auch nur wöchentlich oder alle 2 Wochen machen, weil es ist uns sehen wir überhaupt nicht mehr raus. Und ihr wollt hier auch Qualität und nicht nur Quantität. Nehme ich doch mal an. Apropos Qualität und Quantität. Da kommen wir gleich, eine super Überleitung zum nächsten Thema übrigens. Kommen wir zum nächsten Thema und zwar zu den Thumbnails. Dazu gibt es Folgendes zu sagen. Die Thumbnails sind ja momentan immer wirklich eine Szene aus der Folge und Nummer und wie das Projekt halt heißt. Also zum Beispiel Risen sieht man das schön oder sind wir eigentlich in dem Projekt. Steht da Risen oder da, keine Ahnung, da müsste so Risen stehen. Dann steht da die Folgennummer und da steht halt das Bild. Ein Beispiel, eine Person, die wir da kennengelernt haben oder ein Auszug aus einem geilen Kampf, ein Bild oder irgend sowas. Und in Dark Souls ist es ja ganz, ganz ähnlich und bei den Adventure Maps. Und da wollte ich euch fragen, ob ihr vielleicht wollt, also es ist jetzt überhaupt kein Aufzwingen oder so, aber findet ihr das gut so? Soll ich das weiter so machen? Oder sagt ihr, ihr wollt das, wie das machen ja sehr viele Leute schon, sie nehmen ein Standbild und dann schreiben sie immer nur, und da ist schon der Titel eingearbeitet, und dann machen sie immer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, also die generieren das quasi vor, von 1 bis 100 oder so, und dann, tja,
dann machen sie es halt, dann laden sie es halt hoch und es schaut halt jedes Bild immer genau gleich aus. Da weiß man zwar immer sofort, das ist das Projekt von dem und dem, aber es hat halt keine persönliche oder folgenspezifische Note. Und das ist doch etwas, was mir sehr am Herzen liegt. Ihr könnt natürlich auch sagen, so ein Bild und dann immer nur die Folgennummer weitermachen, findet ihr auch geil. Wenn ihr das wollt, dann kann ich das natürlich auch gern machen. Wäre für mich nicht mehr, nicht weniger Arbeit. Und tja, die letzte Sache, die ich noch sagen wollte, und zwar alle Projekte, die momentan in Full HD hochgeladen werden, also Risen und die Adventure Maps, die Dark Souls nicht und Konsolenprojekte werden das auch nicht, aber alle PC-Projekte, also Risen, ich wiederhole mich, ihr merkt es schon, also Risen, Adventure Maps und so weiter und alles, was am PC in Zukunft auch kommen wird, wird ab nun in HD Plus, also in Originalqualität, also da steht uns 240, 360, bla bla bla, 1080p und drüber noch Original in eurer Auswahlliste. Das heißt, wenn jemand so einen richtig voll fetten 30, 35 Zoll Computermonitor hat, was ich nicht glaube, dass Leute haben werden, aber wenn jemand so einen richtig geilen großen Monitor haben wird oder hat schon oder es mal zum Geburtstagsgeschenk machen wird, dann kann derjenige natürlich auch meine Videos in passender Qualität für seinen Bildschirm anschauen, also nicht nur Full HD 1920 mal 1080, sondern, Moment, das habe ich mir irgendwo aufgeschrieben, 2048 mal 1152p. Und zwar, ja, das ist halt ein bisschen eine Qualitätsverbesserung von manchen Projekten. Wird aber euch wahrscheinlich eh nicht so betreffen. Es wird halt von unten statt Full HD in der Videobeschreibung HD Plus stehen. Ja, und damit war es das auch schon wieder für diesen Vlog. Und ich sage, bis zum nächsten Vlog, bis zum nächsten Projekt. Schaltet auch das nächste Mal wieder ein. Und zwar bis dahin.